Guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zum dritten Video der deutschen Konversation. Die Straßen und Häuser sind dekoriert, man hört Weihnachtsmusik überall und in den Straßen hängt der Duft von Zimt. Es ist Advent. Für mich ist diese Zeit eine der schönsten im ganzen Jahr. Und zu Hause haben wir viele Traditionen an Weihnachten. Wir basteln Weihnachtssterne, backen Plätzchen und singen natürlich Weihnachtslieder. In diesem Video möchte ich euch daher etwas mehr über die heißgeliebten Weihnachtssterne in Deutschland erzählen und euch auch zeigen, wie ihr welche basteln könnt. Deswegen viel Spaß! In der Adventszeit könnt ihr entweder die großen, leuchtenden Papiersterne, die klassischen Herrnhuter-Sterne oder auch die pflanzlichen Weihnachtssterne finden. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich aber die Herrnhuter-Sterne. Sie haben in Deutschland eine über 160 Jahre lange Tradition und schmücken im Advent die Fenster der Häuser und sind auf jedem Weihnachtsmarkt zu finden. Jetzt möchte ich mit euch aber einen etwas kleineren Stern basteln, nämlich einen Fröbelstern. Die Fröbelsterne sind mitunter etwas knifflig und ihr müsst euch sehr konzentrieren beim Falten. Aber keine Sorge, mit viel Geduld und Spucke kriegen wir das hin. Und bewahrt die Ruhe, wenn etwas mal nicht gleich klappt, geht einfach einen Schritt zurück und probiert es nochmal. Beim ersten Mal kann der Fröbelstern wirklich zur Qual werden. Aber das Endergebnis ist sehr schön. Auf geht's! Dafür benötigt ihr 4 Faltstreifen, die eine Länge von 60 cm und eine Breite von ungefähr 2 cm haben sollten. Außerdem braucht ihr für nachher noch eine Schere. Diese Papierstreifen bekommt ihr entweder in gut sortierten Papiergeschäften oder ihr schneidet einfach, so wie ich, Streifen aus großen Papierbögen aus. Zu Beginn falten wir alle 4 Streifen in der Mitte. Jetzt haben wir 4 kleinere Streifen und jeder Streifen hat eine geöffnete Seite und eine geschlossene Seite. Die Streifen schneiden wir nun an der geöffneten Seite schräg an. Das heißt, wir schneiden die Ecke schräg ab. Das wird es euch später erleichtern, die Streifen zu falten. Dann kann es jetzt mit dem Falten des Fröbelsterns losgehen. Den ersten Faltstreifen legt ihr mit der geöffneten Seite nach oben vor euch hin. Der zweite Faltstreifen wird mit der geöffneten Seite nach unten daneben gelegt. Nun nehmt ihr euch den dritten Faltstreifen. Die geöffnete Seite wird durch den ersten Streifen durchgeschoben und die geschlossene Seite umschließt den zweiten Faltstreifen. Der vierte Streifen nun umschließt den ersten Streifen und danach wird die geöffnete Seite, diese hier, durch den zweiten Streifen hindurchgeschoben. Nun könnt ihr die ganzen Streifen zusammenführen. Schön vorsichtig. Dann sieht das Ganze so aus. Bei diesem Schritt des Zusammenlegens der Streifen müsst ihr euch sehr konzentrieren, denn wenn hier etwas schief geht,
dann gibt es nachher Fehler beim gesamten Stern. Also der erste Schritt ist der wichtigste. Zuerst falten wir den oberen Streifen nach unten. Dann den linken Streifen nach rechts. Den unteren Streifen nach oben. Und den rechten Streifen nehmen wir und fädeln ihn durch diese Lasche hindurch. Dann können wir jetzt anfangen, die Zacken der Sterne zu falten. Dafür nehmen wir den linken der unteren Streifen, klappen ihn nach hinten in einem 90-Grad-Winkel um, sodass ein kleines Dreieck entsteht. Dann klappen wir den Streifen nach oben. Und nach rechts, sodass wir hier einen kleinen Zacken haben. Zum Ende schieben wir den Streifen durch die Lasche hindurch. Dabei das Dreieck festhalten und nach unten umklappen. Es kann manchmal, wie hier, etwas schwierig sein, den Streifen durchzuziehen. Dann lieber etwas behutsam sein, denn ansonsten kann es schnell passieren, dass der Streifen in der Mitte reißt. Jetzt haben wir hier den ersten Zacken. Nun drehen wir das Ganze nach rechts weiter und wiederholen denselben Schritt. Wir falten den Streifen nach hinten um, dann nach oben und nach rechts, sodass ein Zacken entsteht. Nun nehmen wir den Streifen und führen ihn durch diese Öse hindurch. Haben wir den zweiten Zacken. Noch zweimal. Nach links umklappen. Nach oben. Und nach rechts auf das erste Dreieck. Dann nehmen wir den Streifen und führen ihn durch die Lasche hindurch. Okay. Wir drehen wieder nach rechts und machen das Ganze ein letztes Mal. Den Streifen nach links klappen, nach oben und über das erste Dreieck hinüberlegen. Und dann, jetzt müssen wir den Streifen kurz zur Seite legen, führen wir ihn durch diese Lasche hindurch. Na, jetzt klemmt es etwas. Da kommt die Spitze. So. Jetzt haben wir die ersten vier Zacken gefaltet und nun nehmen wir den ganzen Stern und drehen ihn um. Jetzt wird derselbe Schritt wiederholt. Falten die Ecke nach hinten, nach oben über das erste Dreieck. Dann schieben wir den Streifen durch die Lasche hindurch. Das Dreieck schön festhalten und behutsam den Streifen hindurchziehen. Wir drehen wieder nach rechts. Jetzt müssen die Streifen noch einmal umgeklappt werden. Das heißt, dieser Streifen wird nach oben gelegt.
dieser Streifen nach rechts umgeklappt, dieser obere Streifen nach unten und zuletzt der rote Streifen nach links. Nun können wir mit den für den Fröbelstern, typischen Spitzen anfangen, die sich oben befinden. Dafür klappen wir den ersten Streifen schräg zur Mitte. Dann können wir ihn aufstellen, drehen den Streifen und führen die Spitze hier durch die Lasche hindurch. So dass er in der Spitze hinauskommt. Und schon haben wir die erste Fröbelspitze. Nun drehen wir das Ganze wieder nach rechts und wiederholen den Schritt. Der Streifen wird nach vorne umgeklappt, dann aufgestellt und die Spitze durch die Lasche hindurchgeführt, sodass der Streifen aus der Spitze hinauskommt. Manchmal klemmt der Streifen in dieser Spitze. Dann könnt ihr mit einer Schere die Spitze etwas öffnen und der Streifen lässt sich leichter hindurchführen. Da kommt er. Jetzt drehen wir das Ganze wieder nach rechts. Jetzt haben wir die eine Seite des Fröbelsterns bereits fertig mit den Zacken. Wenn ihr den Fröbelstern auf ein Geschenk kleben wollt, könnt ihr nun die Streifen abschneiden und habt einen flachen Fröbelstern. Wollt ihr aber den echten haben, mit zwei Spitzen auf jeder Seite, dann klappen wir das Ganze jetzt noch einmal um und wiederholen den Schritt auf der Rückseite. Da wir aber jetzt schon die Spitzen haben, könnt ihr ihn nicht mehr auf den Tisch legen, sondern müsst ihn in der Hand falten. Das ist etwas schwieriger, aber wir bekommen das hin. Zunächst müssen wir die Streifen aber nochmal umklappen. Das heißt, den unteren Streifen nach oben klappen, den linken Streifen nach rechts, den oberen Streifen nach unten und zuletzt den rechten Streifen nach links. So. Und jetzt wiederholen wir den Schritt mit den Fröbelspitzen. Der Streifen wird nach vorne umgeklappt, dann aufgestellt und die Spitze unter der Lasche hindurchgeführt, sodass sie aus der Spitze des Sterns wieder hinauskommt. Dann ziehen wir das Ganze durch und die erste Fröbelspitze entsteht. Den Stern wieder nach rechts drehen und den Schritt wiederholen. So, dann haben wir die vier Fröbelspitzen und nun braucht ihr nochmal eure Schere. Denn wir schneiden nun an diesen Seiten entlang die abstehenden Streifen ab. Und dann habt ihr euren ersten eigenen Fröbelstern.
Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, ihr seid beim Falten gut mitgekommen und es hat euch vielleicht auch etwas Freude bereitet, den Fröbelstern zu falten. Ich weiß, es ist wirklich ein etwas schwierigerer Stern, aber er ist auch sehr hübsch und eignet sich perfekt als Dekoration für Weihnachten oder zum Geschenke verzieren. Das ist das Ende meines kleinen Konversationsvideos zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ihr fleißig mitgebastelt habt und es euch trotz der Konzentration Spaß gemacht hat. Jetzt bleibt mir nur noch, euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Verbringt gemütliche, vielleicht sogar verschneite Tage mit eurer Familie und habt einen guten Start ins neue Jahr. Frohe Weihnachten!